Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Deadly Premonition. Es ist nach wie vor sehr, sehr spannend. Das letzte Mal haben wir Emily gespielt und haben York quasi gerettet. Dabei ging aber Thomas leider ungeliebt zu Tode von einem Haken, das doch sehr, sehr widerlich aussah. Aber naja, er wollte es nicht anders, muss man leider sagen. Es war ein richtiger Endfight und jetzt geht es weiter. Denn, oh, ich bin total unbewaffnet. Ich habe gar nichts. Okay. Das ist jetzt böse. Mal gucken, ob wir jetzt bald zu den anderen aufstoßen oder ob da noch was kommt. Das sind wir bei dem Schauplatz. Da hängt auch Thomas noch. Oh Mann, was war das für ein abgedrehter Kampf. Aber richtig genial. Ah, und da hinten ist unser Kiesen und Emily. Emily, wo bist du? Ach, wir gehen einfach weiter. Hey! York, are you okay? I'm fine. Got to spend some quality time with Zack. I heard gunshots. Did you get our man? York, Thomas is dead. I shot him. He tried to kill me. Thomas. I suppose that this is the fate you talked about. But Emily, what about the murderer? I just told you I had to shoot Thomas. Thomas's actions may have surprised you, I understand that. But our job is to catch the killer, isn't it? You didn't let the killer get away. York, are you saying that Thomas was not responsible for the murders? What? That makes no sense. Emily, are you out of your mind? Thomas was certainly neck deep in this. But he didn't kill the girls. He has concrete alibis for all three murders. He also doesn't have the reverse peace symbol on his back. These are basic facts that for sure you haven't forgotten. Then who? I need you to be strong, Emily. If Thomas is not the killer, then there is only one other possibility. The only one with free access to the department files and doesn't have an alibi at the time of the killings. Love G himself. George? George is the killer? And since when did you start thinking this? I wasn't sure to start with, but you saw the pictures, right? In that secret room in Carol's bar. That was when I became 100% positive. But George didn't have the tattoo on his back. Ah, right. He doesn't have a tattoo on his back. But there is a pattern there. What do you mean? Emily, I'm not saying that the pattern was the tattoo. Remember what Harry said. There isn't a single thing that can maintain its shape for eternity. And George's back is a perfect example. Hey, you two! Could you explain this so I can understand what's going on? Emily, come in. Emily here. I've rescued Aiden York from the clock tower. Thomas is dead. I was forced to shoot him. I see. And you two are both all right? York is a little weak, but we're heading back to the department now. Emily, George is a friend of yours, isn't he? Yes. Then what we are about to do is going to be tough to deal with. Are you willing to go through with this? York, I'm Deputy Sheriff.
This might be a small town, but I take pride in that. It's my duty to make sure that we catch all the bad guys in Greenville. Even if it means facing an end that I would never have hoped for. Okay. Then let's get moving. This case is going to end with the Sheriff's Department. This is madness! Willie, come on. Let's go with him. Chickening out now would be like leaving after eating the appetizers. Jo, der Kampf unter Katzen. Ja, das riecht doch schon verdammt nach Finale. Jetzt geht's zu George. Falls ich nichts Optionales mehr machen darf, wohlgemerkt. Mal gucken. So. Emily, I'm going in from the front. You secure the back. Okay. What should I do? Kaysen, stay at the entrance. No, don't cut me out now. If this was a movie, I'd be some minor nameless character. And I thought I was the cheerful sidekick that helped solve the case. Ja, wie passend. Naja. Jo, und vielleicht unser letztes Profiling, Freunde. Zack, I thought we might get a warm welcoming. Na klasse. Da sie nichts mehr tragen können, wurde Verbandskasten normal in ihren Kasten gelegt. Achso, das sind die Items von Emily wahrscheinlich. Okay, das ist jetzt zwar ein bisschen schade, aber gut, haben wir es halt im Kasten. Das heißt, wir haben auch unsere Items wieder. Sehr schön. War das wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn ich die nicht mehr hätte. Nehmen wir wieder unsere Schrotflinte zur Hand. Ja, und ihr seht, Horrorwelt. Ach, ey. Boah, die Karte kann man ein bisschen rauszoomen. Das ist ja gerade abartig. Nee, okay. Also da kann man rein. Da nicht. Und dann geht's bestimmt wieder in den Keller rein, ha? Huh? Okay. Dann gehen wir zuerst mal in den Raum. Ja, während wir uns mit Thomas beschäftigt haben, hat der Killer sich anscheinend noch ein Opfer geholt. Das kann ja eigentlich nur eines sein. Ich denke mal, es könnte noch anderes sein. Ach, wir warten einfach mal ab. So, da dürfen wir rein. Zwei Hinweise brauchen wir diesmal für das Profiling. Und der Geist der guten Anna führt uns mal zu Georges Büroraum. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ja. Da arbeitet George, aber wir gucken uns hier erst ein bisschen um.
müssen das ja ausnutzen, dass hier gerade keine Gegner sind. Wer weiß, wann sich das ändert. Aber hier ist alles ruhig. Gut. Ah ja, da haben wir auch einen Hinweis und unser Kasten. Nee, unser Anzug. Mal wieder umziehen. Naja. Ja, das Spiel lässt es nicht zu, dass wir uns um optionale Dinge kümmern. Wir machen weiter mit der Story, wie ihr merkt. Und schnappen uns den ersten Hinweis. Oh, das ist kein Hinweis, das ist ein Schlüssel. Sehr gut. Doch, es ist auch ein Hinweis. Gucken wir uns jetzt aber nicht an. Ja, ich wollte ja eigentlich noch mehr Optionales machen. Ich habe es ja schon öfters gesagt. Hat jetzt aber nicht geklappt. Irgendwie habe ich den Zeitpunkt verpasst. Und habe letztendlich ungefähr genauso viele Nebenmissionen gemacht wie damals in meinem ersten Durchgang. Schade eigentlich. Also das Spiel lohnt sich auf jeden Fall, es noch ein zweites Mal durchzuspielen. Allein wegen den ganzen Zeitquests. Wo ich mich dann aber echt frage, wie man da manche erreichen soll. Weil ihr wisst, wie oft ich nachgeschaut habe und so. Naja. Schlüssel für die Zelle Nummer 1. Aber ich glaube, die meisten von euch... Oh, da ist ja noch einer. Die meisten von euch haben jetzt eh keinen Bock mehr auf Nebenquests, weil die Story ja dermaßen anzieht, möchte ich meinen. Also das ist ja echt abartig. Selbst ich, obwohl ich es ein bisschen schade finde, selbst ich kann mich kaum von der Main-Story momentan lösen. Das ist einfach so krass gerade alles. Und man will eigentlich nur noch wissen, wie alles endet. Aber das kann sich noch ein bisschen ziehen, denke ich. Also freut euch. Ja, und hier ist jetzt alles voll mit Zombies, klar. Warum nenne ich sie eigentlich Zombies? Sie sind eigentlich viel mehr so Geister, ne? Oh, jetzt kam einer von hinten. Das habe ich ja eigentlich fast erwartet, aber irgendwie doch nicht. So, jetzt schon schnell weg da. Ja klar, dass hinter mir auch Leute sind da. So. Und für dich da hinten habe ich auch noch zwei Schuss. Bam. So, da. Und da haben wir wieder was Rotes. Das ist auch ganz gut. Dann schnappen wir uns das mal. Noch ein Schlüssel. Ah, wir bekommen sämtliche Schlüssel für die Zellen da unten. Und eine Zelle wird wohl wichtig sein. Hm, ob ich noch mehr Zellen bekomme, wenn ich hier die Viecher töte. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Gegner machen. Wie viele Zellen waren das da unten? 6 Stück oder 5? Ich weiß es nicht mehr. Aber, nein, ich glaube, hier kommt er unendlich, oder? Der kommt ohne Ende. Bam. Ihr könnt ja auch ohne Ende auf ihn schießen, aber auf Dauer wird das langweilig. Deswegen gehen wir jetzt. Hoffen wir einfach mal, dass wir da unten noch ein paar Schlüssel finden. Hallo, mein Freund, du wärst lieber in der Wand geblieben. So. Ne, lass das mal liegen. Da geht's nicht weiter. Also hier entlang. Wir sind ja eigentlich schon fast da, ne? Ich meine, so groß war das Polizeirevier nicht. Ich höre schon wieder. Ah, hinter mir. Mister kam bestimmt durch die Tür. Na, das gefällt mir nicht. Ein bisschen vor. Umdrehen, umdrehen. Naja, kommt nicht. Okay. Wenn du nicht kommst, dann lasse ich dich am Leben. So freundlich bin ich manchmal. Ja, man sieht eigentlich schon, wo es weitergeht, aber ich schließe jetzt trotzdem mal auf, falls das geht. Und wenn ich das richtig abgezählt habe, dann habe ich noch nicht den richtigen Schlüssel, aber vielleicht finde ich den ja noch. Dose mit Tomatensoße. Brauche ich jetzt aber nicht. Wie sieht's denn aus? Wir sind absolut satt und
topfit sind wir auch, ja, doch, das, bei diesen Geschehnissen, da ist man wach. Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob das so von den Entwicklern beabsichtigt war, dass, am Schluss, ne, der kann er nicht aufmachen, ich brauche den Schlüssel. Okay, aber da ist eh nichts Wichtiges drin. Dass das am Ende so zack auf zack geht, also die ganze Zeit haben sie sich ja so viel Zeit gelassen mit dem Erzählen und so. Und am Ende wirklich, als hätten sie es eilig gehabt. Das könnte natürlich auch Absicht gewesen sein, ich weiß es nicht. Okay, ich habe eigentlich drei Schlüssel bekommen, aber bisher konnte ich nur eine Tür öffnen. Das ist ein bisschen komisch, oder? Okay, der geht auf. Ja, du hast vielleicht einen Schlüssel für mich, das wäre cool. Was ist da im Klo? Ein Verbandskasten, aber wir haben ja... Gut, da könnte ich den mal nehmen. Einen normalen Verbandskasten. Auch wenn es nicht allzu viel bringt. Aber besser als nichts. Ach komm, hör auf. So, sind wir wieder voll. Und schnappen uns das mal. Ne, der Zombie hat mir nichts hinterlassen. Der Untote, der Geist. Das Astralwesen. Das hässliche Ding. Macht aber nichts. Mal gucken, ob ich durchs Rote komme. Ich höre da noch einen Zombie, ne? Habe ich die Tür schon probiert? Ja, anscheinend. Naja, ja, ja, ja. Probieren wir es einfach mal. Ach, da ist auch Anna. Aber es ist zu. Okay. Dann müssen wir uns mal umgucken, was wir sonst machen können. Aber hier ist auch zu, ne? Ah, vielleicht muss ich den da töten, vielleicht. Kann ich den durch die Gitterstäbe? Ach, komm. Nee, also jetzt will er überhaupt nicht schießen, wenn ich direkt davor bin. Nee, geht nicht. Toll. Jetzt darf ich ihn in die Arme laufen. Das finde ich ja mal toll. Na gut. Ja, mein Freund. Du hattest echt eine Chance, mich anzugreifen, aber du tust es nicht. So. Geht jetzt das hier auf? Das wäre nett. Der Schatten ist mal verschwunden. Aber das hier möchte es sich nicht öffnen. Mist. Haben wir irgendwas übersehen? Das ist schlecht. Gehen wir nochmal hoch. Was könnten wir denn übersehen haben, Leute? Gut, ich habe nicht wirklich jede Tür mir genau angeschaut, ne? Tatsächlich, da links und rechts sind noch eine Tür, Mensch. Wie unprofessionell von uns. Wir rennen einfach an Türen vorbei. So, da war doch, ne, das war so ein Gemeinschaftssälchen, ja. Aber da war auch Thomas oft. Kaffee brauchen wir nicht. Okay, dann haben wir wieder so Schieberegaldinger, wo uns vielleicht ein Zombie erschrecken wird. Natürlich. Aber das klappt nur einmal. Ach komm! Okay. Er ist eingeschlafen, während ich auf ihn geschossen habe. Auch eine Möglichkeit. Schlüssel Nummer 6. So, haben wir hier noch einen? Hallo, mein Freund. Ich muss wieder einen Schritt zurück, damit ich ihn treffen kann. Und er schläft wieder, der macht nichts. Ja, die Visage ist schon hässlich, das muss man echt zugeben. Hast du was für mich? Mensch, stirb schneller und hinterlass mir was, wenn du was hast. Ne, hat anscheinend nichts, okay. Dann der nächste. Ja, welche Überraschung. Na komm. Ja, die sind absolut motivationslos. Die haben wohl irgendwie schon ihren Seelenfrieden abgeschlossen. Der hat anscheinend auch nichts für mich. Okay. Immerhin ein neuer Schlüssel.
Aber ich glaube, da war ja noch ein Raum, wo wir hin können. Also machen wir das auch. Eieiei. Ja, wir gehen jetzt einfach weiter. Ich habe keinen Bock, den nochmal zu killen, da der immer wieder kommt. Oh, ich sollte nachladen. So, da kommt einer mit einer Schotti. Das muss ich verhindern. Ach nee, das ist eine Eisenstange. Dann weg damit. Ist einer hinter mir oder was? Nee. Verbandskasten brauche ich. Gut, brauche ich immer, weil ich bin voll. Was können wir denn hier denn anschauen? Was? Die Sprache kann ich nicht. Okay. So. Eine Schaufel. Truthahn-Sandwich. Brauchen wir alles nicht. Ist alles Quatsch. Mach mal langsam. Hey, 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 mach mal langsam. So, hast du was für mich? Nö. Hm, der Raum war dann aber irgendwie sinnlos, oder? Das glaube ich irgendwie nicht. Oh. Boah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Mal wieder das Nachladen. Komm, reg dich jetzt ab und nachladen und zack. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Lad gleich nochmal nach. Das ist doch so nervig. Ja, aber irgendwie war der Raum sinnlos, oder? Oder übersehe ich was? Mal das angucken. Ist das immer noch in einer mir nicht bekannten Sprache? Ja. Na gut, der Raum ist sinnlos. Irgendwie. Sonst wäre ja auch irgendwas rot markiert, wenn ich mir was anschauen sollte. Machen sie ja sonst auch immer so. Gut, wir haben ja einen Schlüssel. Oder ich gucke nochmal auf der anderen Seite, ob da noch eine Tür offen ist. Die ist zu... Ja, da ist noch eine. Tja, da ist einfach eine Tür. Ich bin dran vorbeigelaufen wie so ein Idiot. Peinlich, peinlich. Hi. So. Der war einmal. Da ist nix. Da hinten ist bestimmt noch einer. Hi. Na, schaust du dich im Spiegel an? Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass du kein Spiegelbild hast. Oha. Der hat was für mich. Schlüssel Nummer 2. Yeah. Ich denke, jetzt haben wir genug Schlüssel, oder? Jetzt wird einer schon passen. Ja. Was ist da noch? Verbandskasten? Geht der noch? Nee, aber ich könnte wieder einen schlucken. Das mache ich auch. Ja, ja. Und wieder voll geheilt hier. Yeah. Weiter. Da noch was? Nein. Und da. Ist irgendwas? Dose mit Eingemachten. Nee, heute nicht. Heute bitte nicht. So. Aber ich gucke jetzt natürlich trotzdem nochmal da hinten. Sicher ist sicher. Boah, komm, hör auf. Hör auf! Oh, das war wieder sehr knapp. Nervt, wenn die unendlich kommen. Das nervt mich so ab. Ja, da können wir rein. Warum bin ich immer... Ja gut, ich habe vorhin... am Anfang habe ich auf die Karte geguckt und da war noch alles zu, ne? Später ging anscheinend alles auf. Deswegen bin ich wohl durchgerannt. Naja, egal. Ja, was lernt ihr denn da Schönes an der Tafel? Kann ich euch behilflich sein? Oh Mann, das gibt's nicht. Den da hinten habe ich getötet und der da will ich noch ärgern. Was für ein merkwürdiger Streuschuss hier. So, jetzt haben wir wirklich alle Schlüssel. Also, ich glaube, jetzt haben wir alle 6. Was machst du hier? Mehr beim Nachladen, zuschauen. Okay.
So. Gut, haben wir hier auch aufgeräumt. Was ist hier noch? Magnum. Ah, ich habe die Magnum anscheinend nicht gefunden. Das ist so ärgerlich. Und ich sag's euch jetzt einfach mal, Leute. Im letzten Durchgang, in meinem ersten Durchgang, habe ich eine Magnum mit unendlich Muni gefunden. Jawohl. Das war geil. Obwohl sie jetzt nicht so effektiv war wie bei einem Resident Evil. Aber fragt mich nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe vielleicht ein paar andere Nebenquests noch gemacht, die ich in diesem Durchgang nicht gemacht habe. Gut, dafür habe ich in diesem Durchgang wiederum andere Nebenquests gemacht, zum Beispiel die Spukorte. Die waren ja für mich auch völlig neu. Ach komm, ich renne jetzt durch. Oder war mal da die eine Tür? Da ist keine Tür, okay. Runter jetzt. Nein, ich will nicht. Ich will hier weg. Hab genug mit euch Zeit verblempert. Gehen jetzt runter. Hier habe ich ja theoretisch schon aufgeräumt. Hier ist immer noch zu. Gut. Weiter. Hab jetzt eigentlich auch keine Lust, mir die anderen Zellen noch anzugucken. Wir gehen gleich in die, wo wir hin müssen, weil da ist ja nichts. Gut, das sind... Oder? Warte mal. Eigentlich... Wo ist eigentlich Nick? Nick haben wir doch immer noch nicht freigelassen, oder? Die habe ich aufgemacht, das weiß ich. Da ist nichts drin. Da ist rot, warum auch immer. Hm. Das ist ja auch rot, okay. Dann ist es wohl nichts Besonderes. Gut, dann gehen wir jetzt noch da schnell gucken. Ah, ich guck da schnell rein. Da war ich noch nicht drin. Da ist ein Item. Nicht, dass ich ein High-End-Item hier noch irgendwo übersehe. Och, komm, jetzt kommt da noch ein Drecksvieh. So. Ja, mal gespannt, ob wir Nick noch treffen eigentlich. Da war in der letzten Zellentür. Die haben ja schon geöffnet, da war nix. Naja. Jetzt aber. Hallo, Anna. Hä, zu, ich brauche den Schlüssel. Ich habe ihn noch gar nicht, verdammt. Oh, das ist jetzt peinlich. Da muss ich doch noch in jede... Nein, das war die Tür von Nick. Mal gucken, ob wir da was finden. Da muss ich halt doch in jede Tür gucken. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ja, das deutet darauf hin, dass hier was... Irgendwas los ist. So, hast du was für mich? Aha, tatsächlich. Jetzt aber. Meine Güte, bei all den Schlüsseln da... Das Rote ist einfach nur sinnlos, dass man sich nicht schlafen legen kann. Okay. Als würde ich jetzt hier schlafen wollen. Mann, oh Mann. Oh, Anna, wo führst du uns hin? Ah ja, da ist noch eine Tür. Oh ja, speichern ist jetzt angebracht. Doch, ja. Wir speichern. Ja, und damit kommen wir in eine Gegend, wo wir bisher noch nie waren. Dass da eine Tür ist, das ist mir neu. Also, ihr wisst schon, es ist uns jetzt neu, diesen Durchgang. Da war früher, also wir waren da noch nie. Okay. Was? Was war das? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen an Saw 2 erinnert. Aber ich wurde nicht erschossen. Was war das? Will der mich veräppeln? Nur die Farbe der Wand ist anders. Hier muss etwas sein. Hä? Leute? Das sagt mir jetzt nichts, ehrlich gesagt. Was zum... Ich guck mal auf der Karte. Ja. Da müsste jetzt weitergehen. Was zum... Also irgendwie, ich verstehe nicht das Problem jetzt. Was soll das?
Nur die Farbe der Wand ist anders. Okay. Ist das irgendwie keine Tür oder wie? Ist das eine Fake-Tür oder was? Wo ist die richtige? Macht doch gar keinen Sinn jetzt. Jetzt bin ich echt verwirrt. Hilft nichts. Dann gucke ich mich halt nochmal um. Aber bei den anderen komme ich ja eh nicht durch. Also, was für eine Akro-Tür ist das, bitte? Ja gut, ich hab's verstanden. Das ist anscheinend nur so eine an der Wand eingezeichnete Tür oder so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich bin trotzdem gerade ein bisschen schleierhaft. Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Da ist immer noch zu. Komme ich nicht weiter. Und oben ist doch jetzt bestimmt auch nichts. Ich verraff das nur gerade. Da ist doch eindeutig, angeblich. Das ist, sieht aus wie eine Wand hier, ne? Aber da geht's... Ja, schaut euch das an. Da muss es doch jetzt weitergehen. Ich muss doch da jetzt durchkommen. Was wollen die von mir? Das ist ja auch nichts, ne? Da komme ich eh nicht hin. Und oben nochmal gucken. Ich weiß nicht, jetzt nochmal oben gucken? Oben habe ich doch alles. Ich muss doch bestimmt an der Tür irgendwas machen. Nur was? Ich habe nichts Besonderes dabei. Ich kann ja auch nichts Besonderes machen. Also, das ist mir jetzt... schleierhaft. Schieben. Schieben steht da, nicht öffnen. Oh, Mann. Das heißt, ich muss es wahrscheinlich gedrückt halten. Oh, Mann. Das hat mich jetzt echt geschickt. Die Animation war einfach so dämlich. Wenn er angesetzt hätte zum Schieben, hättest du ja verstanden. Aber das habt ihr ja gesehen. Der hat... Als hätte die Tür ihn angegriffen. So hat das irgendwie ausgesehen. Oder wäre mit dem Kopf dran gestoßen. So in der Art. Mann, oh Mann. Wow, das sieht krass aus. Okay, ist jetzt der große Moment, oder? Oh, die Musik macht mich ein bisschen nervös. Aber hier ist sonst nichts außer das hier. Oh, oh, was ist hier los? Ah, anscheinend erst noch ein bisschen Gegner-Time hier. Na gut. Ja, komm. Du kannst auch übertreiben mit Gegnern. Führt mich zu eurem Meister. Ich hab genug von euch. Na gut. Blöd, dass hier keine Fässer sind. Oh, das gefällt mir gar nicht, wo ich hier stehe. Oh, nee, 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 nee. Warte mal, warte mal. Moment. Boah, diese Schüsse, die ziehen so übelst ab. Da muss man so aufpassen. Dann noch ein Schuss, ich werde tuck. Muss sofort heilen hier. So. Ah, das ist sinnlos. Ich muss den mit der Schotti zuerst killen. Aber ich muss in Bewegung auch bleiben. Wo ist denn der mit der Schotti? Da. Oh, komm, stirb. Okay, den mit der Schotti habe ich. Oh. So, jetzt du. Okay, das war wieder ein schöner Double. Dafür liebe ich einfach die Shotgun. Noch was? Ja, da links war was. Ne, doch nicht. Doch. Ah, oh, einer mit Shot. Oh, ich treffe nicht. Jetzt. Noch jemand? Hallo? Okay. Da hat sich was... Carols Ohrringe. Ja, okay. Das habe ich mir gedacht, dass es sich um Carol dreht. Die Schwester von Thomas. Ein Drecksack. Okay, wir gucken uns das Profiling natürlich an. Es wird wahrscheinlich eher automatisch abgespielt.
Toll. Ich glaube, da kommen wir auch mal wieder zu spät. Wie deprimierend. Carol, are you okay? George. George did this to you. Thomas. He's dead. I shot him. I had to. Kaysen! Kaysen, quick! Oh mein Gott. Rush to the hospital. She needs a full stomach and liver cleansing. York, you need to come too. She needs... No, I have to take care of something here. But I can't take her alone. Please, Kaysen. Okay, I'll do it. Fast. But if something happens, don't blame me, okay? Just go! I haven't been this emotional in a long, long time. Can you tell, Zach? Also das schmeckt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Naja. Mann, oh Mann, oh Mann, sind das Wendungen. Boah, Leute. Also das... Boah. Also gerade wenn ich Gefühle für eine Frau entwickle, so wie York bzw. Zack mit Emily, da würde ich sie doch nicht jetzt alleine lassen. Naja, wird schon gut gehen, hoffe ich. Und wir kümmern uns um diesen Drecksack. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, und das war's auch schon mit Episode 4. So, mein Freund. Das gibt jetzt Zoff. Ja, gucken wir uns mal an. Previously during the investigation. Thomas, you've got nowhere to run now. Just surrender yourself. You won't have it your way. I won't let you take him. Die, you skanky swine. Carol. Are you okay? Yo!
York, are you saying that Thomas was not responsible for the murders? Love G himself. Schauen, wie er wahrscheinlich jetzt da gemütlich reingeht. Was hat das jetzt gebracht? Ja, oh Mann, Leute. Das alles passiert anscheinend nur, weil wir, ja, weil Emily eigentlich da ist, ne? York liebt sie, aber Thomas liebt ihn und deswegen dreht er durch. Oder hat er einen anderen Grund? Also unser G, das weiß ich ja noch nicht. Mal gucken. Aber, okay. Ja, ich guck nach Nebenmissionen. Ist ärgerlich, Leute. Also ich habe ein, zwei Sachen in meinem ersten Durchgang mehr gemacht. Ich weiß nicht, zu welcher Zeit ich das gemacht habe. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe zum Beispiel das Auto von York geholt. Naja. So ein Spiel bräuchte eigentlich ein Afterplay. Dass man nach dem Fall noch rumrennen kann. Aber das gibt es leider nicht. Naja, Leute, wir machen jetzt mit der Story weiter. Es ist eigentlich auch viel zu spannend, um was anderes zu tun. Also los. Vielleicht mache ich irgendwann, wenn die Special Edition zum Beispiel kommt, mache ich vielleicht ein Replay. Und da nehme ich mir dann wirklich alle Missionen vor oder so. Das wäre doch mal geil. Ja, gibt's noch mal ein Profiling, oder? I'm thinking of asking Emily out for dinner once this is all over. Nothing too fancy. Just somewhere where we can relax. You know what? Nick's diner might be a good idea. I think I owe him a nice big tip, too. Okay, wo ist er? Okay, ist woanders. Na gut. Ja, Emily, zum Essen ausführen, gute Idee, York. Aber ich würde sagen, wir verlassen dann die Stadt, weil ich habe eigentlich... ich weiß nicht. Ich sollte vielleicht, Moment mal, meine Shotty nehmen. Das wäre nicht so eine Idee, ne? Weil ganz ehrlich, Emily hat ja eh nichts mehr. Ja gut, sie könnte dann der Super-Sheriff werden. Wenn sie den Spaß überhaupt überlebt. Ich meine, habt ihr die Samen gesehen, die sie mehr oder weniger geschluckt hat? Ich hoffe, eine Magenausspülung hilft da wirklich bei so einem übernatürlichen Scheiß. Alles andere wäre grausam. Also wenn Emily stirbt, wäre ich echt ein bisschen Depri. Aber ich verstehe das nicht. Das kann doch auch nicht im Interesse von George sein, dass Emily was geschieht. Oder hasst er sie wegen seiner... wegen seiner nicht erwiderten Liebe? Hasst er sie so sehr? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich gerade ein bisschen verwirrt bin über diesen Gang hier, der ein bisschen anders ist. Ich will mir mal gleich auf der Karte angucken. Seit wann geht denn das so rundherum? Hä? Wir sind doch im Polizeirevier, oder? Sind wir jetzt ganz woanders? Ach, hey, je, Leute. Also heute wäre das nichts mit Finale. Fuck, wo sind wir? Egal. Wir gehen einfach unseren Weg. Ui. Oh, ich höre ihn. Okay, Tasten nochmal kurz angucken, falls ein Quicktime-Event kommt. Okay.
Hilft aber meistens auch nichts, wenn ich mir die angucke. Ja, da rechts in die Tür kann ich rein, das weiß ich. Ich gucke jetzt gerade noch außen rum. Aber hier scheint sonst alles dicht zu sein. Ja, komm, da machen wir doch einmal diesen hier. Oh, das war bestimmt knapp, dass ich mich da nicht selbst getroffen habe. Hä, hört ihr das? Ist das Musik? Nee. Oder doch? Ich höre irgendwas Komisches gerade. Aua! Ah, ich bin fast tot hier! Mann, warum sagt denn keiner was? Vielleicht, weil ich alleine bin. Ja, das könnte sein. Mann, ich bin fast tot. So. Du Drecksack. Wo kommst du her? Nee, komm, 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 komm! Ach! Ach komm, jetzt treff mal, Jörg. So. Ah, no, Mann. Hast du Heilung für mich? Nö. Okay. Ja, den Weg hätte ich mir eigentlich schenken können. Da ist ja sonst nichts. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Und da geht sonst nichts auf. Okay. Rezeption nochmal anschauen. Nix. Gut. Dann gehen wir jetzt durch die Tür. Durch die einzige Tür, die... Nein, die nicht. Die nächste dann. Die da. Und da hört man ihn. Aber ich renne nicht mehr von dir weg. Hoffe ich zumindest. Das wäre jetzt sinnlos, ne? Wenn jetzt noch diese Versteckspielchen kämen und das wegrennen, dabei wollen wir ihn. Also das hat mich schon von Anfang an ein bisschen irritiert. Gut, es war spannend und so, aber irgendwie auch sinnlos. Okay, da treffen wir das Fass irgendwie. Uiuiui, diesmal war ich ein bisschen... Aua. Boah, jetzt ist bloß nicht leichtsinnig werden zum Finale. Das kann man sich im wahrscheinlich letzten Dungeon nicht erlauben. Mann, oh Mann. Ja, ich nehme lieber noch was, sonst einen Shotgun-Schuss und ich könnte tot sein. So richtig gestorben sind wir bisher nur in einem Spukort. Ja, ich kann mich an zwei Tote erinnern. Einmal im Spukort und einmal bei diesem Time-Event. Nein, ich bin öfters bei Time-Events gestorben. An einer Stelle sicher 3, 4, 5 Mal. Naja, Time-Events sind aber auch nicht so regulärer Tod, finde ich. So, was könnte ich mir denn hier anschauen? Komm, guck mal. Ist das Emilys Schreibtisch? Was bringt mir diese Erkenntnis jetzt? Diese Halberkenntnis? Was ist dann das? Thomas Schreibtisch? Ist das der Tisch von Thomas? Warum machen sie so aufmerksam? Kann man da was erkennen? Eigentlich nicht, ne? Die Bilder sind total verranzt. Da sieht man ja gar nichts. Nee. Vielleicht einfach nur so nebensächliches Dingens. Na gut. Auf jeden Fall ist alles hier ein bisschen anders gerade. Das ist merkwürdig. Hier muss ich hin, oder? So Leute, der nächste Speicherpunkt wird dann auch der Ende dieses Partes sein. Nein, ich laufe falsch. Das ist die andere Richtung. Und ihr könnt euch dann im nächsten Part auf... Ja. Eventuell auf das Finale freuen, sage ich es mal so. Und nicht vergessen, es wird ein Podcast geben. Sollte ich mal mit den Teilnehmern nochmal in Kontakt treten, wenn wir das zeitlich organisieren. Es steht auf dem Kopf, hat das eine verborgene Bedeutung? Du willst ja nichts dran machen anscheinend. Du willst es weder drehen noch was reinstecken wie damals. Moment, das sind noch mehrere. Das sind Schatten. Kommen da jetzt Zombies? Ne, da kann ich nichts machen. Aber da hinten sind noch mehr. Das ist mal wieder so ein typischer George-Raum irgendwie.
Tür ist zu, ne? Geweihe halten die Tür zu. Gewalt hilft nicht, sie muss aber zu öffnen sein, Zack. Was haben wir hier? Stahlrohr. Okay, ja. Schießen? Ah, okay. Also ist Gewalt doch eine Lösung. Indirekt. Naja. Oh, und dann gibt es immer eine Gegnerwelle anscheinend. Oder nur einer. Bist du? Ah, da. Oh, da hat sogar drei Schuss. Ja gut, der eine war nicht wirklich getroffen. Okay. Und der lässt du mir was? Nö, gut. Dann machen wir das Spielchen natürlich so weiter. Wo ist das nächste verkehrte Geweih? Da. Und Schuss. Ich glaube, ich muss nachladen. Ja, und dann nur noch das eine. Das ist ja jetzt einfach. Ja, du kommst durch die Wand. Das muss ich leider bestrafen. Ja, ich muss nachladen. Wo bist du? Da. Ja, die brauchen immer drei Schuss, tatsächlich. Aber juckt mich nicht. Nächster. Und letzter. Tür offen. Jo, war klar, dass noch einer kommt. Wahrscheinlich genau hinter mir. Jo. Jodele. Du schweigst still. Und gibst mir Blödsinn. Gut. Weiter geht's. Nichts kann uns aufhalten. Das sind doch immer die schönsten, die schönsten Beweggründe in so einem Spiel. Naja gut, eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, so für eine Frau jetzt hier sich durchzukämpfen und so. Das war schon in Silent Hill immer, dass man seine Frau sucht, dass man seine Tochter sucht. Das sind so diese eigentlich ja, recht normalen Ziele. Das sind irgendwie die schönsten. Gut, bei York kommt noch die Sache, oh, hallo, mit dem Mordfall hinzu. Ja, was jetzt? Schieß? Was ist das wieder für ein Katzen-Maus-Spiel, Leute? Na gut. Dann werde ich dich verfolgen. Ich guck mal auf der Karte, wo mich das überhaupt hinführt. Ein kleiner Raum, okay. Hallo? Keks von Thomas, den nehme ich mal mit. Der war ja so überirdisch lecker. Der wird mich bestimmt voll heilen oder so. Oder, also... Ich höre ihn. Warte mal, ich kann das observieren. Thomas, das Schicksal kann manchmal so grausam sein. Ja, ist das alles? Habe ich jetzt einen Special Ending freigeschalten, dadurch, dass ich den Keks von Thomas habe, oder was? Ich höre ihn, aber... Das ist ein bisschen scary jetzt. Scary. Gut, dann gehen wir halt. Ich gucke mir mal den Keks an, ob der vielleicht was Besonderes kann. Im Kampf auf den Gegner schmeißen und dann passiert was ganz Tolles oder so. Hallo, bei Objekte wird er doch sein, oder? Ja, Thomas Keks. Heilt Lebensenergie, Hunger und Müdigkeit. Wow. Okay, der ist ultimativ. Wenn mal alles im Keller ist, dann nehme ich den Keks. Alles klar. Der ist nicht schlecht. Da hat uns Thomas doch noch was Gutes hinterlassen. Gut, dann gehen wir weiter, ne? Ich meine, da war jetzt nichts. Da hinten steht ein Zombie, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah ja, und da werden wir uns einen Cut machen.
Gut, gut. Ja, da läuft einer. Hallo, mein Freund. Und kaputt. Hm? Wer? Du da hinten? Du bist mir zu weit weg, habe ich jetzt keine Lust. Keine Lust. Okay. Denk jetzt ans Weiterkommen. Oh, ich kann ganz normal laufen. Denk ans Weiterkommen, hieß es. Wow! Ich hätte vielleicht ausweichen sollen. Okay, ich will... Endlich machen wir es mal richtig. Ja... Jetzt bist du der Gejagte, mein Freund. Er ist irgendwie entkommen. Verfolgen wir ihn, Zack. Okay. Umgucken können wir uns ja später. Oh, nee. Komm, ich gehe die andere Richtung. Das ist mir... Aha, nicht getroffen. Ja, ich muss irgendwo mich durchballern. Gut, du hilfst mir beim... Auch gut. Aber da liegen Items, da werden wir uns dann nochmal umschauen. Und weiter, komm. Oh nein, es ist vorbei. Der Endkampf gegen ihn ist nah. Schön, dass die das so offiziell sagen. Finde ich lustig irgendwie. So, Verbandskasten. Boah, das baut aber auch eine richtig geile Stimmung auf. Ich freue mich so richtig auf den Endkampf. Wenn der nur halb so geil inszeniert ist wie der mit Thomas, dann bin ich schon glücklich. So, nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt noch kurz mal hier um, wo wir durchgejumpt sind, auch in dem Raum zuvor. Boah, hier steht ja alles zu. Hey, was habe ich mir das? Das war Cola. Wäre es Cola Zero, würde ich sogar nehmen. Aber Cola an sich, dieser babsüße Scheißdreck. Wir gucken uns den Raum nochmal an. Da war noch ein bisschen was, ein Orden. Ich würde jetzt aber echt gern mal gucken, da wir jetzt nichts mehr Optionales machen. Ich kann doch hier mir irgendwie die Missionen angucken, die es gibt. Wie ging denn das nochmal? Das habe ich schon mal gesucht. Und ich würde mir gern angucken, wie viele Karten ich habe. Nur damit ich mal weiß, wie viel man hier tatsächlich übersehen hat. Fotos, das sind all die Hinweise, die man mal gemacht hat. Sammelkarten. Ich meine, schaut euch das an. Ihr wisst, also die optionalen Zuschauer wissen, wie intensiv ich eigentlich gesucht habe, aber da sind noch derbe viele nicht gefunden. Also, wenn sich da mal ein zweiter Durchgang nicht mal auszahlt, das ist echt abartig. Krass. Profile, was haben wir hier? Wir haben uns das noch nie angeschaut. Ich meine, gucken wir halt mal kurz rein, ne? Okay, da haben wir Profiles halt. Ach ja, diese Profiles, ja klar. Diese Ermittlungen. Titel. Ach so, zum Titel zurück. Ne, das wollen wir nicht. Objekte. Karte. Ah, ich glaube, bei den Karten kann ich mir Missionen angucken. Genau. Ne, es ist an der Zeit, vor dieser Tragödie den Vorhang zu senken. Ach, wie schön. Nebenmission. Jetzt. RB. So. Jetzt können wir mal gucken, was wir alles übersehen haben. Fehl. Schaut mal. Becky Ames. Ja, der Lieferant Q, genau, den habe ich nie gemacht. Stimmt, das war ärgerlich. Da kam ich nie an dieses Motorrad, wo er hin wollte. Das war so ärgerlich. Und dann war Becky auch schon tot. Und hier Carol, ja, das war das die Sache im Wald. Das war das mit den Zwillingen, meine ich. Da hätte ich einfach früher zu diesen Zwillingen kommen müssen. Hat nie geklappt, Mensch, das war so ärgerlich. Da, das habe ich nie gemacht. Eine Mission von Emily. Aber da sieht man es auch. Man kann es machen bei Kapitel 2, 4, 6, 8, 11 und 13. Das sind eigentlich die Hinweise, die ich hätte... Da hätte ich immer nachschauen müssen eigentlich. War mir aber zu blöd, immer in dieser Liste nachzuschauen, wann, was ich wann wo machen muss. Aber ich sag's euch, Leute. Wenn die Special Edition kommt, das verspreche ich hiermit, dann mache ich ein Replay mit sämtlichen Missionen, weil darauf hätte ich Lust. Man guckt mal, mich hätte das echt interessiert. Was hätten wir da mit Emily machen können? 3 Missionen. Dann hier noch eine Questreihe mit Thomas.
da noch was mit Asha. Verdammt, hab ich... Kann man da echt viel übersehen. Da haben wir wieder ein bisschen was. Jim Queen, das habe ich gemacht in meinem ersten Durchgang, meine ich. Das war nochmal Angeln. Das war relativ lustig. Keith Ingram, keine Ahnung. Eine ganze Questreihe anscheinend wieder. Ja, Lily haben wir. Das war das Schieberätsel. Harry, irgendwas mit Harry. Mit Michael, boah, Mann, Leute. Das ist echt ärgerlich. Ja, hier habe ich endlich mal ein bisschen was abgeschlossen. Was ist hier? Was von Quint, okay. Also da lohnt es sich echt nochmal. Was mit China, Mensch. Angeblich ging das so oft, aber es hat nie geklappt. Vielleicht braucht man da gewisse Items oder so. Oder ich weiß es nicht, was da die Voraussetzung ist. Das würde mich aber erstmal interessieren. Wesley, Ja, stimmt, Wesley konnte man ja immer diese Karten geben, genau. Aber da habe ich ja auch nicht alle gehabt. Moment, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Ach, jetzt bin ich verrutscht, Moment. Ja, sorry, wenn ich mir das jetzt angucke, aber der Part ist eh so gut wie fertig. Ich gucke mir das eben noch bis zum Ende an. Ja, das ist alles, wenn man diese Karten sammelt. Lysander, ja, das ist, da habe ich alles gemacht, außer das Ganze am Schluss. Das hier, da hätte ich mein Auto bekommen. Die Sigourney, ja, die haben wir gemacht. Und Brian der Schlaflose. Okay. Geht ja noch. Aber trotzdem, gerade die Questreihe mit Emily hätte mich sehr gereizt. Keine Ahnung, wie ich die hätte bekommen können. Das werde ich mir irgendwann im Replay anschauen. Und ich hoffe, dass sie bei der Special Edition auch storytechnisch vielleicht hier und da was ändern. Wenn sie denn kommt, das ist ja noch nicht 100% sicher. Es kommt ja auf den Publisher drauf an. Genauso wie der Publisher entscheiden wird, ob es einen Vor- oder Nachfolger geben wird zu diesem genialen Spiel. Ich freue mich drauf. So, genug gelabert, genug angeschaut. Wir können es nicht mehr ändern. Wir kommen dem Ende, dem großen Finale, immer näher. Nächste Woche natürlich wieder eine Doppelfolge. Und ich vermute einfach mal, dass wir die auch brauchen werden. Aber so oder so könnte nächste Woche das Finale... Ach ja, haben wir ja schon angeschaut. Ja, das Finale kommt. Da ist noch ein Orden. So. Ja. Fraps fängt an zu ruckeln. Nach dem Motto, hey, du hast eine Stunde. Jetzt hör auf. Ich habe sogar schon 1,5, mein Freund. Boah, komm. Krieg dich jetzt die paar Minuten noch ein. Ich muss, glaube ich, jetzt nur in diesen einen Raum da noch. Oh Gott, ja, ich muss nur in diesen einen Raum da noch. Und das ist ein Tunnelraum. Ich glaube, wir müssen noch überziehen, wenn das ein Tunnel-Thunder-Raum ist. Aber, wie wir wissen, geht die ja in letzter Zeit immer schneller von der Hand. Ah, das ist garantiert wieder... Ich hasse es. So, bloß ich hab Glück. Wahnsinn. Sie kommt gar nicht. Vielleicht kommt sie auf den Rückweg, aber das ist mir dann auch egal. Weil letzter Dungeon ohne Tunneltante kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ach, wir hätten hierher gemüsst sogar. Ach, das südliche Gleithörnchen, könnt ihr euch noch erinnern? Ganz am Anfang. Oh Mann. Haben wir das mal wieder. Sagt auch gar nichts dazu. Ich werde mich noch umziehen, ein letztes Mal. Was werden wir denn schön anziehen für das Finale? Ach nö, wisst ihr was? Das entscheidet ihr. Ihr entscheidet das. Was ziehen wir zum Finale an? Das ist doch mal eine gute Idee. Wir haben zur Auswahl das Arbeitstier. Wir haben den Tiefblauen. Wir haben den Kamesinroten. Natürlich haben wir auch noch den Agenten-Einsatz, aber er ist schmutzig. Und wenn ihr wollt, dass im Finale Fliegen um York herum fliegen, dann könnt ihr natürlich auch für diesen voten. Wir haben die Kirschblüte. Wir haben den Regenstreifen. Okay, das war's. Mehr habe ich leider nicht gefunden. Entscheidet euch, welchen Anzug soll York zum großen Finale tragen? Das ist doch mal eine nette, spontane Idee. So. Passieren können wir uns ja nicht, das bleibt, aber da war das Vote auch sehr eindeutig. Bis auf ein paar Gegenstimmen, aber größtenteils wolltet ihr, dass er unrasiert bleibt. So. Und euer Wunsch ist natürlich mein Befehl. Wir speichern. Das war Deadly Premonition für heute. Freut euch nächste Woche auf das eventuell... Ja, ich denke schon, dass wir das Finale, dass wir das Spiel nächste Woche durchziehen. Und freut euch auf den Podcast, der wahrscheinlich ungefähr zeitgleich mit dem Finale veröffentlicht wird. Bis dahin, euer John McLeod.